Hallo liebe Leute, ich stehe heute hier in Wien vor dem Stephansdom, wie Sie unschwer erkennen können. Hier sind sehr viele Leute unterwegs aus aller Herren Länder, von denen möchte ich jetzt gerne wissen, ob sie die katholische Kirche brauchen. Nein, brauche ich nicht. Wieso nicht? Habe ich mich nie mit beschäftigt und spielt für mich auch keine Rolle. I like the Catholic Church as an institution, yes. I'm not a Catholic myself, but I like it. Why do you like the Catholic Church? Because I travel a lot and the Catholic churches are always open. You can always go in there, sit down, relax, have a good time. Ja, ich könnte ohne sie nicht leben. Wieso? Dann hätte ich nichts, worüber ich mich lustig machen könnte. Dazu habe ich keinen Kommentar. No. No, that's as an institution. Just as a monument, no, that's an institution. Why not? Because I am not... We don't practice our religious belief, so. Ich bin nicht gläubig und denke, dass jeder schlau Mensch Agnostiker sein sollte. Und deswegen brauche ich persönlich die katholische Kirche nicht, nein. Personally, yes. Because I think it's important that we have to, that there's something more beyond our life here on Earth. There's something beyond that that we should believe in. Es gibt viele Menschen, die aber sehr fest an Gott glauben, auch sehr zur Kirche stehen. Was glauben Sie, wieso tun die Menschen das? Ja, um irgendwie einen Halt zu finden. Denkst du, man braucht die Kirche, um an etwas zu glauben? Das glaube ich nicht, aber ich denke, es sind noch nicht alle reif dafür, das so zu akzeptieren. Und Sie sind überhaupt nicht religiös, haben Sie gesagt? Nein, nicht wirklich, obwohl ich mich nicht für allumfassend oder so halte. Das nicht, aber vielleicht gibt's was, aber jedenfalls mit der Kirche, sowohl mit der katholischen, evangelischen oder so, damit habe ich nichts im Sinn. Wo finden Sie Ihren Halt? In mir oder vielleicht dann eher in Therapien, keine Ahnung. An meine eigenen Moralvorstellungen. Und woher denkst du, kommen deine Moralvorstellungen? Ja, könnte man jetzt diskutieren, stundenlang, aber ich denke, von mir selbst, viel durch mein Umfeld vielleicht geprägt. In Österreich gibt es ja sehr viele Menschen, die eben nicht mehr der katholischen Kirche angehören. Viele von denen verstehen sich auch als Atheisten. Denken Sie, dass ein Atheist ein erfülltes Leben haben kann? Nein. Wenn er zum Ende kommt, dann weiß er, dass es doch eine Stärke und einen Glauben gibt. Den gibt es. I think you can have a good life, but it will make your life more whole, deeper, give you more understanding of life, I think.